Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Butterfly Store Nordbayern, der ist hier in Nürnberg. Da werde ich mit dem Tobias Kölle reden, der ist der Chef von diesem Store. Ich denke, ihr kennt alle die Marke Butterfly, ist ja mit Tipa und Ando zum Beispiel eigentlich mit die größte auf dem Tischtennismarkt. Haben ja auch mit den Tennergy-Belägen in Beläge, die ja zu den besten gehören. Und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über die Themen Hölzer zum Beispiel und welche richtige Hölzer man für Tischtennisspieler nehmen sollte, was am besten ist, wie man die Beläge wechseln sollte. Solche Themen werden wir heute besprechen. Nehmen wir jetzt mit und sehen uns dann dort. Okay, wir haben hier Tobias Kölle vom Butterfly Store Nordbayern. Er ist in Nürnberg, der sitzt im Thunberger Weg. Wir werden ein kurzes Interview führen über allgemein ein bisschen Hölzer, ein bisschen Beläge, was es so gibt. Ich möchte gleich mit der ersten Frage starten. Was ist denn deine Meinung dazu? Oft sagen viele Spieler, ja, umso härter ist besser. Oder auch manche Trainer sagen ja, umso härter der Belag, umso besser ist es. Wie stehst du dazu oder stimmt das überhaupt? Also muss man tatsächlich ein bisschen differenziert betrachten, das Ganze. Grundsätzlich, je besser der Spieler ist, ist auch besser, wenn er einen härteren Belag spielt. Weil mit härteren Belägen braucht man eine bessere Technik, kann aber auch mehr aus dem Belag rausholen. Ja, und in der Regel, wenn der Spieler besser ist, hat er auch eine bessere Technik entsprechend und sind dann härtere Beläge für den Spieler besser. Wenn jemand dann beginnt mit Tischtennis, wann sollte er dann mit zu härteren Belägen gehen? Kommt auf die Entwicklung des Spielers drauf an. Aber ich bin tatsächlich eher ein Freund von etwas weicheren Belägen, gerade am Anfang, weil man den Ball besser spürt, gräbt sich mehr rein, man kann die Technik dadurch besser erlernen. Bei Schnellspiel kann man immer noch irgendwann eigentlich. Genau, wenn die Technik passt. Ja, ist sowieso, die meisten steigen viel zu früh auf zu schnelles Material um. Sei es jetzt bei Hölzern, Belägen, immer schneller, immer härter. Und ich sag mal, 80% aller Tischtennisspieler eigentlich spielen zu schnelles Material für ihr Können. Ich nehme mich selbst dabei nicht aus. Ja, ich glaube, ich spiele auch viel zu schnell. Aber was sollten die Spieler dann machen am besten? Sollten die mal schauen, dass sie umstellen, also langsame Beläge kaufen oder irgendwie langsamer Hölzer? Weil die gewöhnen sich ja dann mittlerweile so, oder? Natürlich, klar. Es ist halt, wenn man schnelles Material spielt, gerade am Anfang, neigt man eher dazu, dass die Technik etwas unsauberer wird, weil man natürlich den Ball nicht so optimal treffen muss. Der kommt trotzdem irgendwie rüber, wenn er schneller ist. Ja. Und man macht dann auch natürlich leichter Punkt, wenn der Ball kommt. Deswegen sehe ich immer mehr, dass viele Jugendliche halt schon sehr schnell irgendwelche Beläge mit Katapulteffekt oder sonst was kaufen. Ich bin eher ein Freund davon, mit klassischen Belägen anzufangen. Das heißt da, sei es ein Thriver, Thriver FX. Was ja bei uns vor 10 Jahren funktioniert hat, funktioniert eigentlich heutzutage immer ist noch. Ist immer noch so, genau. Oft ist jetzt so, ja, ihr müsst mit dem Tennergy 05 starten. Wie oft bei mir Leute reinkommen, die jetzt zweite, dritte Kreisliga spielen und unbedingt einen Tennergy brauchen oder auch hier, wenn sie Probe spielen. Ich versuche zwar meinen Leuten wirklich das zu geben, was zu ihnen passt, aber viele sind da unbelehrbar und sagen, hey, damit kommt. Ja, bei einmal habe ich mit dem Tennergy gespielt und auf einmal kam jeder Ball, dann will man einfach nicht mehr umstellen. Genau, also ja, die Leute sehen natürlich auch, was spielen die Profis und viele denken einfach dann, okay, wenn es beim Profi gut ist, dann muss es bei mir auch funktionieren. Ja, klar, Timo Bollmann spielt Tennergy, dann muss genau. Ja, dann muss das eine gute Kombination sein und dann klappt das auch bei mir. Ja, das ist natürlich Quatsch, da muss jeder für sich sehen, was passt zu einem. Jeder hat einen anderen Spielstil, manche spielen eher härter, gereihtere Schläge, manche mit mehr Spin ziehen mehr nach oben. Von daher ist es wirklich die Aussage, hart ist gut, so stimmt falsch, das stimmt nicht. Das muss jeder an seine Technik, die er sich über den Lauf der Jahre angeeignet hat, muss das rausfinden, was für eine. Kann man ja auch, wenn der, zum Beispiel, oft ist ja eine Seite schlechter, also kannst du natürlich oft schlechter als die Vorhandseite, kann man ja auf der Vorhandseite eigentlich einen härteren Belag spielen und auf der Rückhandweiche dann oder schlechter. Genau, das spricht überhaupt nichts dagegen. Also es ist sogar sehr häufig so gewählt, dass die Rückhandseite ein bisschen weicher ist, weil man mit der Rückhand eher etwas passiver spielt, den Ball öfters mal nur reinhält und mit der Vorhand halt versucht Druck zu machen und den Punkt zu machen. Ja. Von daher ist es eine sehr gute und sehr gängige Kombination, die Vorhand etwas härter zu wählen und die